und wir machen weiter. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Keiko! Zu euren Diensten! Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich hab alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Ja, klar, ne? Ich hab alles, um mehr zu machen und heb den Rock hoch, ey, herrlich. Also ich hab natürlich echt jetzt hier gefeixt. Oh nein, was es hier für cringige Momente gibt, das ist so krass eigentlich. Der Pate, so heißt diese Erinnerung, Katharinas Kinder sollen wir retten. Es ist irgendwie dumm, irgendwie. Oh Gott, wir haben 10 Minuten. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder normalisieren. 10 Minuten Zeit, um Kinder zu retten. Ich weiß gar nicht, warum so viel Zeit. Wird wahrscheinlich schwer sein. Wer weiß, wo die auch sind. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Boah, natürlich wieder außerhalb von Forli. Wie soll es auch anders sein? Wir rennen da mal lustig lang. Wird bestimmt auch mit Widerstand inklusive sein. Jetzt sind wir auch gesucht, sehe ich auch gerade. Habe ich ein bisschen zu spät entdeckt. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen, ja, die Wachen meiden. Aber ich glaube, das kann man hier sowieso nicht. So, auf der Minimap sind die sehr gut verteilt, hier die ganzen Wachen. Wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit mit einkalkuliert. Ich glaube, die Hauptmissionen so von den Times, von den Zeiten sind ja halt auch nicht so krass gesehen. Aber man muss ein bisschen ausweichen, glaube ich, den Wachen, dann spart man sich schon auch schon viel Zeit. So, wo sind die Kinder? Sollen wir die ja suchen, glaube ich, hier, ne? Wahrscheinlich immer da, wo die meisten Wachen sind, oder? So, hier sind ein paar Wachen, aber ja, wo jetzt hier Kinder sein soll, ist natürlich eine andere Frage. Gerade ein bisschen schwierig, aber vielleicht braucht man da auch nochmal viel Zeit. Also hier sind wir schon am Rande des grünen Gebiets, Untersuchungsgebiet. Aber ich würde immer sagen, sind da, wo Wachen sind, ne? Weil die müssen ja ein bisschen beschützt werden. Und das Einzige, wo Wachen sind hier, also wenn man auf die Minimap hier schaut, neben mir, da sind hier Wachen. Ja, und die gehen so ein bisschen blöd rum. Da kommen auch gleich wieder neue. Hier ist auch noch eine Dingswache. Also, das riecht doch hier danach. Ja, also ich hatte recht. Die Kinder sind hier, da wo die Wachen sind. Was ja auch irgendwie logisch ist, ne? Man muss ja nicht viel nachdenken. Ich glaube dir nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Und wenn anonym werden sollen wir auch noch. Die labert hier die ganze Zeit und ich muss auch anonym werden. Ah, okay, der ist schon tot.
Nee, ich. Das ist wirklich Quatsch. Sprechen. Das werdet ihr nie erleben. Jetzt kommen wieder neue Wachen. Das ist echt doof. Zu Hause. Also verschwendet ihr eigentlich nur eure und meine Zeit. Das ist langweilig. Ich habe nichts zu tun, während ich auf euren Tod warte. Das Kind geht mir langsam auf den Nerven. So, jetzt. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, Sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Naja, jetzt kommt auch der Grund, warum wir so viel Zeit haben. Ludovico. Also, wir sollen jemanden töten. Ich dachte, wir sollen noch jemanden hier befreien. Aber vielleicht ist das auch gleichzeitig eine Tötungsaktion. Ich renne einfach mal schnell weiter. So, wo geht's denn hier lang? Ja? Da, ach so, da wird schon auf jeden Fall ein Ziel markiert. Also, oh Gott. Boah. Krasser Scheiß hier. Ich war noch nicht immer richtig einsatzbereit. Also wir müssen hier irgendwie hoch. Versuche hier ein bisschen schnell zu sein, aber ich glaube, es ist nicht ratsam hier mit vollem Sack und Pack hier hochzugehen. Ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Okay, ich mache jetzt doch die Rauchbombe. Ich komme nicht zur Rauchbombe. Was ist hier los? So. So, jetzt kommen wieder ein Haufen neuer. Also ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier immer neu generiert werden. Das wäre natürlich nicht so cool. Oh, da haben die mich runtergefetzt. Ja, jetzt wird es ein bisschen zeitkritisch. Hätte man wahrscheinlich doch schleichen müssen eher. Hier ist alles voll. Ich komme mir so ein bisschen verarscht vor hier von den ganzen Klabauter-Männern hier. Aber ich versuche es jetzt trotzdem noch einmal. Schade, dass ich nicht mehr Rauchbomben habe, weil dann würde es jetzt natürlich wesentlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen schöner. Sein. So, ich gehe jetzt mal schnell rum. Gehen wir mal hoch. So, ich glaube, wir sind wirklich entkommen. Ich glaube, so hoch schießen können die nicht. So, und da haben wir jetzt ein paar Leutchen, die. Ja, ist ja kein Problem, ne? Oh, was ist hier los? So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich in kürzester Zeit hier schon viermal auf dem Leuchtturm hoch. Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Mama, hilf mir! Ich will hier nicht mehr sein! Kein Problem. Nicht versagen. Ivo fragen. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Ja, und damit auch das letzte Kind hier am Befreien. Grazie, Messere. Gern geschehen, das war der Pate.